Kein Weihnachten? Schon Jahresende. Meine Güte, hast du das gewusst? No? Dann auf ins Kooperationsvideo mit der lieben Alida. Und Kenna und ich werden euch heute, beziehungsweise ich glaube nur ich, weil er hat keinen Bock mehr, werden uns die Jahresfavoriten dieses Jahres zeigen. 10 Stück an der Zahl aus jeder Kategorie. Und ich hoffe, ihr freut euch. Schön den Abonnier-Button drücken. Und sehen wir uns nochmal wieder? Nein. Ciao! See ja, bis gleich! Ohne Katzenunterstützung geht es zwar nicht ganz so schön, aber es geht auf jeden Fall besser. Ihr habt ja jetzt die letzten 2 Tage jeden Tag Videos von mir bekommen, weil ich einfach zum Jahresende es ein bisschen wieder gut machen wollte, weil ich einfach jetzt, ich habe leider auch wenig Make-up-Tutorials drehen können. Ich bin erst so seit ein paar Tagen wieder einigermaßen auf dem Damm und bin jetzt eigentlich recht dankbar, dass ich einigermaßen filmen kann. Ich habe jetzt, wie gesagt, in einem Tag ein paar mehr Videos gemacht. Auch das liebe Kooperations wieder mit meinem Schatz Alida. Alida und die Dana sind ja Freundinnen von mir mit der Laura geworden, die ich über YouTube kennengelernt habe. Wir sehen uns auch in unfassbaren 13 Wochen, aber ich will ja keinen Druck machen. 12, ich glaube 10 Wochen sind es sogar nur noch. Wir haben ein Kooperationsvideo gemacht, beziehungsweise haben wir jetzt einfach gesagt, jeder von uns wollte Jahresfavoriten natürlich vorstellen. Und ich habe dann gedacht, okay, hey, machen wir es doch einfach zusammen. Why not? Und auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, das wäre eine super Idee. Und ob ich nicht irgendwie Bock hätte, was zusammen zu starten. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das machen wir. Und auf jeden Fall haben wir jetzt praktisch uns darauf geeinigt. Wir werden euch 10 Favoriten nennen. Ich habe vom Swatch-Video übrigens immer noch alles voll. Werden wir euch 10 Items nennen aus 10 Kategorien. Die können unterschiedlich ja gar nicht sein. Es kann auch sehr wohl sein, dass Alida und ich dieselben Favoriten haben. Wir haben uns da nicht abgesprochen. Das ist hier kein Fake, kein Gedöns und auch nix. Wir haben völlig unabhängig voneinander Videos gemacht. Natürlich stehen wir im täglichen Kontakt, aber natürlich nicht wegen diesen Produkten. Weil es ist auch manchmal so. Zum Beispiel, wenn jetzt die halbe Welt Jaclyn Hill Paletten hat, ist es auch einfach so, dass auf der Drittel der Welt, vielleicht in den Jahresfavoriten-Videos der YouTuber, die halt eben diese Palette in die Kamera zeigen, zum Beispiel, halt eben dieselben Produkte da sind. Da das natürlich, ich hoffe, nicht passiert, weil die Alida die Jaclyn Hill nicht hat, dann habe ich gedacht, okay, ich habe hier einige Favoriten: Pinsel, Eyeliner, Primer, Puder, Lidschattenpaletten, da habe ich ein bisschen beschissen, Konturierprodukte, die ich euch sehr, sehr gerne zeigen würde. Und ich werde das auch durchgängig euch zeigen. Ich werde hier nicht jedes Kategorie cutten, weil ihr wisst, ich hasse das Schneiden von Videos. Und ich finde es auch so unnatürlich, jedes Lachen, jeder Furz, alles rauszuschneiden. Wenn ich muss, dann muss ich. Ja? Das Erste, was ich euch natürlich reinhalten will, ist die Jaclyn Hill Morphe Palette. Ich kenne keine Palette, die irgendwie in dieser Art mehr Use hatte. Ich habe auch in manchen ganz schöne Löcher reingegraben. Den Look, den ich heute gemacht habe, habe ich mit den anderen Favoriten gemacht. Wie gesagt, das ist einfach eine so, so, so geile Palette, dass egal wie stark ich drin rumwühle und mache und tue, das ist eine geile Reisepalette, Leute. Ihr habt einfach so krasse Farben drinne und auch so normale Farben, dass ihr wirklich jeden Look damit schminken könnt und ihr eigentlich gar nichts Schlechtes davon sagen könnt, weil, wie gesagt, das einfach so eine tolle Palette ist. Die kostet aktuell, ich glaube, 42 € oder so bei Beauty Bay erhältlich. Wenn ich einen Link finde oder die gerade im Stock ist, dann zeige ich euch gerne unten in der Infobox den Link dazu. Natürlich auch den Kanal von der Alida. Und natürlich auch das Video, wenn wir es passend schaffen, verlinke ich euch unten. Es ist einfach eine so, so tolle Palette, die ich einfach nur sagen muss, top, top. Ich finde sie Hammer. Es gibt für mich irgendwie nichts anderes, was ich lieber. Ich kann auf so vieles verzichten, aber nicht auf meine Jaclyn Hill Morphe Palette. Das geht gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Es ist auch, wie gesagt, eine ganz tolle Palette, wo ihr einfach sehr viele Looks mit schminken könnt und ihr müsst einfach auch nicht krass viel spazieren tragen oder so. Das ist einfach nicht nötig. Das nächste Produkt, was ich euch zeige, also somit Produkt Nummer 2, wäre die Studio Pro Contour Palette von BH Cosmetics.
BH Cosmetics ist unfassbar günstig. Also diese Palette kostet, ich sag es dazu, aber keiner macht es, im aktuellen Verkauf, wenn ihr praktisch ohne Prozente rangeht, knapp 17 Euro. Somit wäre die nicht viel, viel billiger wie die von NYX. Aber das Problem, was ich habe bei der NYX-Palette, ist einfach, dass die nie rabattiert ist. Diese habe ich damals für 10,99 gekriegt. Und Leute, passt auf, ich habe noch eine zweite geschenkt bekommen. Das heißt, wenn diese Palette mal Löcher zieht, habe ich mal knallhart ein Backup bei mir hier im Schrank. Und diese Palette hat alle Farben, die ihr euch vorstellen könnt. Sehr aschig. Ihr habt Bronzer, ihr braucht eigentlich keine Bronzer- und Konturierpalette. Ihr habt eigentlich alles zusammen, wenn man es genau nimmt. Ihr habt ein paar Setting-Puder. Ihr habt wirklich in allen Farben alles, was ihr braucht. Und wie gesagt, ich persönlich liebe diese extrem, extrem. Also da muss ich echt sagen, gibt es eigentlich nichts, was ich jetzt lieber benutze. Jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt zur Glow fahre, zu Alida, man überlegt sich schon, was man halt eben kauft, ja, weil beziehungsweise was man mitnimmt, weil es einfach ja doch so schwierig geworden ist, ja, irgendwie ein Produkt zu finden, wo man sagt, boah, brutal oder so. Also das, ihr wollt ja auch nichts vergessen, wenn ihr wegreist, ja, und ihr wollt ja auch nicht irgendwie, will ich nicht doch dieses Palettchen oder das Palettchen? Nein, wollt ihr nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Ich habe mir das jetzt gerade selber kaputt gemacht. Und zwar, weil ich da drin rumfumme, wie blöd, ja. Ist es, wie gesagt, eine tolle Palette, die ihr für euer Gesicht benutzen könnt. Wie gesagt, ich habe die jetzt schon ein halbes Jahr in Benutzung und da ist nichts am Boden angekommen, ja. Zu den Gesichtsprodukten, beziehungsweise das Item Nummer 3, was ich besonders geil finde, ist das Coty Airspun. Ich habe jetzt, wenn ihr euch vorstellt, das war randvoll, Leute. Randvoll. Der Duft ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dieses Produkt erhaltet ihr bei Amazon. Das ist, wenn ihr sehr, sehr fettige Haut habt, ein sehr, sehr, sehr gutes Translucent Powder. Ihr kriegt für den ganzen Eimer, der wirklich groß ist, wenn ihr so compared zu meinem Kopf, ja, zahlt ihr etwa 15 Euro. Ich glaube 16,99 habe ich es gerade beim Prime drin. Das ist eigentlich ein super Preis, finde ich. Da habt ihr wirklich jede Menge davon. Also ich muss sagen, ich schaue ja sehr viel amerikanische YouTuber, das wisst ihr ja mittlerweile. Und die raven das ohne Ende. Ja, also es gibt fast nichts, wo die mehr geil finden, ja. Wo man sagen kann, wow, wow, wow. Ja, also das ist wirklich ein ganz tolles Puder. Da geht es auch nicht ums viele Geld. Ich habe euch ja in ganz, ganz vielen Videos dieses Jahr gesagt, dass also Make-up wirklich was so unfassbar teures sein kann, dass eine, also ganz, ganz ehrlich, eine Make-up-Collection mehr kosten kann wie euer eigenes Auto, was ihr vor der Tür stehen habt. Das ist kein Joke, Leute. Wenn ihr halt mal überlegt, für 200, 300 Euro jeden Monat einzukaufen, das macht ihr über Jahre. So viel habt ihr für ein Auto abgezahlt im Monat, ja. Aber ich muss sagen, dieses Translucent Powder hat mir, das war für mich ein Game Changer. Der hat also zum Beispiel dieses Make-up, ist kein Witz, trage ich jetzt 11 Stunden. Also es ist, ich habe das heute Morgen aufgetragen. Es ist jetzt schon ziemlich, ziemlich spät am Abend, wo ich dieses Kooperationsvideo abdrehe, weil ich halt einfach halt ab dem Freitag wieder arbeiten gehe und einfach dieses Risiko nicht eingehen wollte, jetzt wieder in die Arbeit zu gehen und dann praktisch schneller ein Video abzudrehen. Deswegen ist mein Eye-Make-up des letzten Tage auch gleich, weil ich das alles am selben Tag gemacht habe. Und auf jeden Fall, dieses Make-up habe ich heute Morgen um 8 aufgetragen und jetzt ist es 11 Stunden später. Also nicht nur, dass diese Juvia, also das heißt alles mit den Juvia Place Paletten, ich durfte ja nur eine zeigen und deswegen muss ich sagen, die Jaclyn Hill war die beste. Habe ich ja, wie gesagt, ein ganz tolles Augen-Make-up damit zaubern können und das hebt halt echt wie Kacke, also es ist echt krass. Und ich muss sagen, dieses Coty Airspun ist für mich ein absoluter Life-Changer. Er hat für mich so viel verändert, auch meine ganze Make-up-Stabilität hat sich dadurch verändert. Und es gibt natürlich noch andere Produkte, die dazu natürlich dieses Jahr beigetragen haben. Und es ist die Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. Das ist unfassbar, wie geil die ist. Also ich habe wohl alte Verpackungen davon gesehen. Ich bin darauf gar nicht aufmerksam geworden, muss ich euch sagen. Ich habe, als ich die damals gekauft habe, keine einzige Review gesehen. Weder auf Deutsch noch auf Englisch, weil ich mir nicht sicher war. Ich stand halt davor und habe das Display gesehen. Es hat mich auch direkt angesprochen, weil ich mag solche, kann man das sagen, saubere Verpackungen. Ich mag das, wenn
Make-up in Glasflaschen. Erstens mal, ich hasse es, wenn Make-up nicht in Glasflaschen ist. Das einzige Make-up, was ich akzeptiere, ist meine Matte and Poreless von Maybelline. Ebenfalls von Maybelline. Ich muss sagen, dieses Jahr hat Maybelline mich unfassbar beeindruckt. Auch mit den Lippenprodukten. Das ist echt geil. Die Wimperntuschen sind auch sehr gut. Ich habe noch mein zweites Maybelline-Produkt. Meine Jahresfavoriten. Diese habe ich innerhalb von einem Jahr, habe ich dreieinhalb Flaschen. Die ist jetzt auch schon zur Hälfte leer. Aber ich habe es jetzt nochmal geschüttelt, damit es nicht so aussieht. Und ich habe die Farbe Fawn. Sie hat natürlich nicht so viele Farben. Das ist leider etwas bemängelnswert. Aber ich hoffe, dass die Drogerie einfach auch ein bisschen dran denken, mehr auf Foundations, weil die Foundation ist zu Recht gehypt. Wie gesagt, ihr seht ja, die Verpackung ist wirklich schön. Sie hat auch einen tollen gelben Unterstrich in dieser Farbeform. Ich persönlich, ich liebe diese Foundation. Es gibt für mich nichts Cremigeres, Besseres oder sonst irgendwas. Ein anderer Favorit, den ich jetzt beiläufig jetzt erwähne, ist einfach die Estée Lauder Double Wear Foundation, die ich auch heute übrigens trage. Also das ist auch der Grund, warum mein Make-up so lange hebt. Das ist ein anderer Grund. Ich mache das manchmal auch so, dass ich die Estée Lauder Double Wear ein bisschen strecke mit dieser. Das funktioniert zum Beispiel total gut, weil beide nicht stark nachoxidieren. Das heißt, ihr könnt sehr wohl mischen, weil die Farbe bleibt in etwa dieselbe. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich diese eigentlich am meisten benutzt. Wie gesagt, ich liebe sie abnormal. Um praktisch das Make-up ein bisschen zu setten, ja, und ein bisschen mehr Leben ins Gesicht zu kriegen, um praktisch auch wieder die Puderschichten irgendwie ein bisschen niedersinken zu lassen, habe ich dieses Jahr eigentlich das ganze Jahr über das Balea Tint Perfection benutzt. Und zwar ist es ein, wie ihr da oben lesen könnt, ein Make-up-fixierendes Erfrischungsspray eigentlich, das erfrischt und mattiert. Leute, ich habe ja, ich benutze ja auch das Fix Plus, bin aber jetzt umgestiegen auf ein anderes, was ich in einer Probe erhalten habe. Ich habe das erhalte ich jetzt die Tage, und zwar von diesem Mario Badescu. Einer meiner Abonnentinnen fragte mich auch, was es für ein Spray ist. Meine Liebe, das ist es von Mario Badescu in Facial Spray with Aloe, Cucumber und Green Tea. Das ist praktisch mit Gurkenwasser. Das ist mal eins zu eins dasselbe Shit, ja, nur dass das eben, also das ist jetzt nur die Probepackung, ja. Ihr nehmt das praktisch und tragt das so über euer Gesicht auf. Und euer Gesicht, ihr seht ja so ein Dual Finish, aber das trocknet durch und es hilft auch ein bisschen, diese ganzen Puderschichten, die ihr habt, ja, das Coty Airspun, einfach mal durchsinken zu lassen und praktisch ein Gesamtbild besser erscheinen zu lassen. Wie gesagt, das da habe ich mir jetzt zwar nachgekauft, aber das ist ein absoluter Jahresfavorit. Das ist das Tint Perfection. Und da gab es noch ein paar andere Produkte, so eine Wimpernserum und so. Da habe ich allerdings gar keine Erfahrung drüber. Aber das ist für mich eines der besten Setting Sprays, die ihr in der Drogerie kaufen könnt. Ich habe keinen Insta-Hashtag Insta von irgendwie Manhattan probiert oder sonst was. Ich kann leider bei dem Verbrauch, den ich Fixing Sprays, Powders haben, kann ich mittlerweile einfach überhaupt keine kleinen Dosen mehr gebrauchen. Ich will keine Spieldosen haben und ich will auch keine gefüllten Ü-Eier als Produkte für 50 Euro, sondern ich will Flaschen haben. Ich möchte Flaschen haben, wo ich anständig Produkt drin habe. Und das ist definitiv ein Jahresprodukt. Nummer 5 meiner Jahresprodukte, die ich immer benutze, ist die Colossal Shot Mascara. Das ist diese Verpackung. Ich habe ja wirklich verkrüppelte, stubbelige und wirklich bemitleidenswerte Wimpern. Also wenn ihr seht, die sind wirklich kaum existent, kann man die sehen. Und aus der Nicht-Existenz macht dieser hier wenigstens eine kleine Erscheinung. Ihr könnt natürlich keine Wunder erwarten, aber ich finde diese Form der Bürste sehr, sehr cool. Ein kleiner Flop nebenher. Diese Paradise Extinct von L'Oreal, also die wandert demnächst auch in den Kuttereimer. Die ist wirklich so schmutzig an der Bürste und so krass mit Produkt voll. Das kenne ich von dieser hier gar nicht. Also wenn ihr das rauszieht, ja, dann habt ihr wirklich nur vorne ein bisschen Produkt, was ihr so abstreifen könnt. Und dann habt ihr wirklich eine recht saubere Bürste, wo ihr dann über eure Wimpern gehen könnt. Es ist auch eine von diesen Mascaras, die meines Erachtens keine Fliegenbeine zaubert. Natürlich bei diesem dramatischen Augen-Make-up, dann ist es ganz, ganz schwierig, die Wimpern zu sehen. Da müsstet ihr praktisch Lashes draufkleben.
Aber ihr wisst ja, mit Lashes habe ich es jetzt nicht so. Ich mache das wirklich nur für krasse Looks oder so. Aber jetzt für Kameravideos eher nicht, weil ich reiße sie mir nach 10 Minuten wieder runter, weil ich es wahnsinnig finde. Egal, welche ich davon benutze, da ist auch keine. Also es ist kein Favorit von mir, Lashes zu kleben. Das könnte bei der Alida anders aussehen, weil die liebt Lashes kleben. Die kann es auch wenigstens. Aber wie gesagt, das ist meine Go-To, praktisch eigentlich Mascara, die ich immer benutze. Nummer 6 meiner Favoriten ist was ganz Einfaches. Und zwar ist das der Essence Blender Brush. Das ist praktisch der Essence Brush. Also eigentlich sieht er nicht so aus, sondern so. Oder so. Oder so. Also, ich will jetzt mal nichts sagen, Leute. 95% der Pinsel, die ich zum Verblenden meines Make-ups benutze, sind diese hier. Wenn ihr die bei Douglas kauft, bekommt ihr die teilweise für unter einem Euro. Das ist echt krass. Dieser Blendepinsel ist unfassbar gut. Ihr kriegt damit das Augen-Make-up wirklich flawless hin. Der Grund, wieso ihr seht ja auch immer wieder, dass ich ganz neu dazwischen habe. Ich habe sehr viele, also es sind alles nur Blendepinsel, Leute, weil ich benutze wirklich für jeden Look, ja, benutze ich nahezu einen anderen Pinsel, weil zum Beispiel manche Pinsel, wie ihr seht, sind ja gelb, orange, rot und ich lasse diese Pinsel auch in der Farbrange, weil ich einfach sag, warum sollte ich jetzt noch mehr Pinsel packe ich schon mal sauber machen oder so? Das gefällt mir persönlich überhaupt gar nicht und deswegen habe ich es einfach auch bleiben lassen. Wie gesagt, das ist mein Beauty-Favorit Nummer 6. Nummer 7 ist ein Primer, der nicht fürs ganze Gesicht ist, sondern speziell für sowas wie, was ich jetzt habe. Das ist der NYX Glitter Primer. Der kostet zwischen 8,95 und 9,99. Das kommt ganz drauf an, wo ihr den kauft. Am günstigsten kommt ihr eigentlich weg, wenn ihr den im Douglas kauft. Ich bin ja eh so eine Douglas-Douglaserin, Douglas-Holikerin, so wie die Alida eigentlich auch. Die kauft immer Douglas ein, wenn ich sie darauf hinweise, dass es wieder Rabatte gibt. Und rühre sie nicht in Versuchung, denn Jenny ist schuld. Also, wie gesagt, den Glitterprimer, der ist nicht billig, Leute. Also, der kostet halt um die 10 Euro. Schaut mal, das ist so groß wie so ein Finger. Das ist jetzt nicht besonders groß. Aber er tut seinen verdammt guten Job. Also, ich habe von der Alida im Tauschpaket, das kann ich auch gerne auch mal unten, oben oder unten verlinken, weil es ein sehr schönes Video geworden ist und auch ein sehr emotional und tolles Video. Und dieser Glitterprimer, der ist wirklich eines von diesen Produkten, die mich sehr überrascht hat. Er bietet euren Augenlidern eine unfassbare Base, um praktisch auch diese Lidschatten aufzutragen. Also ich habe hier tatsächlich unter diesem Shadow, unter diesem metallischen Shadow, einen Glitterprimer. Nicht, weil ich denke, der hebt nicht so auch, sondern weil ich davon der Meinung bin, dass ein wenig von diesen, dass ihr macht, also ich persönlich, ja, trage jetzt zum Beispiel jetzt zufällig hier so ein Eyeshadow Brush von Essence, die ich auch übrigens sehr liebe. Auf so einem breiten trage ich ein bisschen ein kleines Würstchen auf und dann trage ich es praktisch auf, verschmiere es ein bisschen mit dem Finger und klebe mir dann praktisch das stark pigmentierte Lidschatten drauf. Weil alles, was so krasses Fallout hat, ja, besorgt davor, dass eure Base halt kaputt geht. Und das ist natürlich sehr schlecht. Also benutzt auch für so stärkeres Augen-Make-up wie das hier zum Beispiel oder auch Pigmente natürlich immer einen Glitterprimer, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach im Laufe des Tages, wenn ihr vor allen Dingen NYX Glitter oder Kiko Glitzer oder egal von welcher Marke ihr Glitzer tragt, ja, es wird euch irgendwann runterkommen. Es wird bröseln, es wird austrocknen und es wird halt mit diesen wenigstens nicht im Gesicht landen. Nummer 8, meiner absoluten Lieblingsfavoriten dieses Jahr, ist eine Neuentdeckung, die ich erst seit einem Monat habe. Und zwar ist es der Essence Super Last Eyeliner. Das ist ein irre geiler Eyeliner. Ich habe den auch heute gemacht. Ich habe noch nie so easy einen Eyeliner gezogen. Und zwar seht ihr das. Das ist ein Applikator, der sehr besonders ist. Das ist nämlich kein Pinsel. Das ist ein, wie kann man es sagen, ein Schwämmchen. Ihr habt praktisch eine so krasse Möglichkeit und der ist tief schwarz. Tief schwarz. Ich kann es euch so schwer zeigen. Das ist kein Pinsel. Das ist ein Schwammapplikator, der einfach super lang und sehr präzise ist. Ihr seht, dass der ultra schwarz ist. Und ich habe, wie gesagt, von Essence hatte ich eine ganze Zeit lang diesen Liquid Ink. Der ist auch sehr gut. Den benutzt die Dana zum Beispiel auch unheimlich gerne.
Aber der Superlast zum Beispiel ist für mich nochmal ein Ticken besser, weil er nicht so stark ausblutet. Seht ihr das? Er ist wirklich stark schwarz. Ich benutze ja zum Beispiel auch diesen Fächer, wo auch immer der schon wieder hingeflogen ist. Ah, hier. Hä? Ich benutze ja immer meinen Flamenco-Fächer, um praktisch mein Augen-Make-up so ein bisschen schneller zum Trocknen zu bringen, weil das einfach eine große, große Hilfe ist. Und wie gesagt, das ist mein Jahresfavorit Nummer 8. Jetzt habe ich noch zwei Tools, die ich fürs Schminken immer wieder benutze. Ich habe allerdings davon zwei Varianten. Ich kann euch mal beide zeigen, weil wie gesagt, der Grund ist ja praktisch dasselbe. Ich habe, das nennt man Make-up-Pinselreiniger. Und zwar, oh Gott, der sieht ja voll abgefuckt aus. Oh doch, den muss ich zeigen. Also, das ist einer, der sehr, sehr geliebt ist. Und den muss man im Prinzip sauber machen. Das ist praktisch so ein, kennt ihr das, so ein Gitterschwämmchen. Der allerdings sehr schmutzig ist. Das ist jetzt von der Marke Ustar. Den könnt ihr bei Cosmetic for Less bestellen. Der kostet irgendwie 2,60 €. Der Grund für solche Dinger ist einfach super. Also ich bin ja zum Beispiel eine, die jetzt sehr viel Farbe aufträgt. Und ihr könnt dann praktisch, wenn ihr zum Beispiel, wie gesagt, das ist ja Beauty-Favorit Nummer 9, könnt ihr zum Beispiel einfach eure Pinsel abstreifen und die Farbe praktisch somit unsichtbar machen. Ihr könnt dann praktisch die Farbe abstreifen und somit euren Pinsel für die nächste Farbe benutzen. Es ist manchmal auch echt schwierig, immer 20 Pinsel hier liegen zu haben. Das mache ich bei Make-up-Tutorials ja schon mal grundsätzlich gar nicht mehr, weil einfach ich arbeite natürlich mit so vielen Pinseln. Das bedeutet aber nicht, dass ich das gerne mache. Es ist halt immer viel, viel Arbeit. Wenn ihr praktisch unnormal viele Pinsel benutzt, ja, dann wollt ihr die auch sauber machen. Und das ist zum Beispiel eine Variante, die ich auch sehr schön fand. Das ist praktisch ein so ein Pinselreiniger vom Primark. Der hat mich nur 2 € oder 1 € gekostet, ihr Lieben. Aber ich weiß nicht mehr, ob es den noch gibt. Weil bei Primark ist es wirklich ganz ätzend, ja. Da ist ja ein Sortimentswechsel innerhalb von 12 Stunden total möglich. Da gibt es auch so viele Produkte, wo ich manchmal gar nicht hinterherkomme. Und wie gesagt, der letzte Beauty-Favorit, den ich persönlich habe, ist das hier. Das hier, nein, es ist kein Tampon, nein, es ist kein Einführungsgerät, es ist auch kein Vibrator, nein, es ist ein Augenbrauenrasierer. Es ist ein Gesichtshaarrasierer. Ich habe den allerdings hier oben ein bisschen stabilisiert, wie ihr seht, weil das ist mir irgendwie mal aufeinander geflogen oder so. Auf jeden Fall ist das ein so tolles Gerät. Ihr seht ja praktisch hier oben diesen spitzen Applikator. Ja, ihr seht es ja. Das ist praktisch so eine verzinkte Dings. Also ich neige dazu, zum Beispiel etwas Damenflaum zu bekommen. Ich habe hier oben zum Beispiel Babyflaum, hier Babyflaum und hier. Und mein Freund zum Beispiel auch. Er hat auch sehr dicke Augenbrauen. Das heißt, man muss sie immer wieder natürlich stutzen. Nicht Wimpernzupfen, sondern Augenbrauenzupfen ist aber für einen Mann genauso wie für eine Frau genau gleich schmerzhaft, nur dass die Jungs noch mehr rumheulen, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Wir sind halt so, du musst durch, weil wer schön sein will, muss leiden. Das ist bei Männern gar nicht so. Die sind halt gleich am Heulen. Das ist natürlich total ätzend, ja. Und mir hat es halt so viel geholfen. Ach, da seht ihr jetzt auch, wie gesagt, das Messer besser. Das ist halt ein Gerät. Ich habe das halt von Philips. Es gibt auch von Veet einen zum Beispiel. Das nennt man Gesichtshaarentferner, ein elektrischer. Ist wirklich eine absolute Kaufempfehlung. Also wie ihr seht hier oben zum Beispiel, ich nehme euch mal ganz nah ran, damit ihr das sehen könnt, ja. Seht ihr diese ganz, ganz kleinen Pöckelchen da? Das ist das Einzige, was passiert, wenn ihr praktisch die jetzt nicht so regelmäßig nachschneidet oder so. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass die Sticker nachwachsen oder so, gar nicht. Sondern es ist einfach, finde ich, von der Fülle her leichter, etwas wegzunehmen mit so einem Rasierer. Ich mache mir auch hier diesen kleinen Damenflaum weg oder hier ein paar Flaum. Das ist echt krass, was der alles wegbekommt. Also das sind so meine Essentials, die ich dieses Jahr natürlich unnormal benutzt habe. Ich habe natürlich, wie ihr wisst, noch tausend andere Sachen, die ich toll finde. Aber ich muss sagen, dieses Jahr war unfassbar. Ich habe so viele Sachen, schöne Sachen gefunden, tolle Menschen kennengelernt, somit auch die Alida. Schatz, vielen, vielen Dank für diese Kooperation. Das hat unnormal Spaß gemacht, rauszusuchen, was ich wirklich oft benutzt habe, weil oft neigt man dazu, was ich mir nächstes Jahr auch ein bisschen vorgenommen habe, ganz stark selektiv einzukaufen. Also nicht mehr Masse einzukaufen, sondern wirklich selektiv auszusuchen,
was brauche ich und was brauche ich definitiv nicht. Und ich hoffe, dieses Video hat mir, euch und auch der Alida sehr viel Freude bereitet. Abonniert auch bitte, bitte bei ihr auf dem Kanal, weil wir brauchen beide Unterstützung. Wir freuen uns beide, wenn wir mal nächstes Jahr die 1000 erreicht haben. Und ich möchte auch sie dazu zu führen, dass wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Auch die Dana wollen wir zusammen pushen, weil wir werden auf jeden Fall bestimmt coole Sachen zusammen machen. Und ich hoffe, dass ihr diesem Video auch einen Daumen nach oben gebt. Und auch der Alida sehr viel Liebe da lasst, auch ihren Daumen nach oben gibt, auch ihren Kanal gerne abonniert. Schreibt gerne mal drunter Hashtag Jenny What Else Squad und schreibt mal drunter, wenn ihr von mir gekommen seid und auf ihrem Kanal. Und natürlich andersrum könnt ihr auch schreiben Family for Life Squad, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ich hoffe, dass ihr ins neue Jahr gesund und munter rüberrutscht, dass ihr nicht auf die Fresse fallt. Dass ihr nicht so viel saufet, das ist nämlich nicht gut. Und vor allen Dingen, dass ihr wirklich, wirklich einen sehr schönen Blick auf euer Jahr gehabt habt. Und auch wenn es nicht so gewesen ist, ich kann leider halt auch nicht unbedingt sagen, dass mein Weihnachten prickelnd war. Ich habe sehr viele Menschen auf meinem Weg zurückgelassen, wo ich heute sagen muss, es ist in Ordnung, weil nicht jeder Mensch lässt sich auf dieselbe Reise führen, wie man selber nun mal gehen möchte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich möchte definitiv euch immer dazu ermutigen, egal was in der Vergangenheit gewesen ist, schaut immer in die Zukunft und das werdet ihr auch definitiv immer wieder schaffen. Ich werde an eurer Seite bleiben, euch ein bisschen entertainen, euch immer wieder zum Kaufrausch animieren, was ich ja definitiv auch immer mache. Ich hoffe, dass die nächsten Tage, Wochen meine ganzen Items da sind. Ich habe bei Beauty Bay, Colourpop, Tarte und Morphe UK bestellt und da gibt es einen monströsen Haul, wo ihr euch super drauf freuen könnt, weil ich bin selber sehr excited und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche, rutscht gesund ins neue Jahr, küsst die Alida von mir und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr in frischer Frische wieder.